Bis zum Ende dachte ich, ich könnte noch entkommen. Ich kämpfte, doch die Seile schnitten in die Haut und ich wurde schwach. Dann berührte das Messer meine Kehle und ich wusste, es war zu spät. Das Blut lief heraus und ich wurde ein Gott. Nun kennst du Delilahs Geheimnis. Am Ende ihrer Tage trieb sie durch das Nichts und hätte auf ewig verloren sein sollen. Doch ihr Wille und ihre Gerissenheit sind einzigartig. Sie fand diesen Ort. Die Insel im Nichts, wo ich das wurde, was ich bin. Er veränderte sie. Und sie fand einen Weg, ihn zu nutzen. Die Kraft hier anzuzapfen. Delilah ist jetzt ein Teil von mir. Und das mag ich nicht. Das muss man Delilah lassen. Sie riss ein Stück ihrer selbst heraus, verbarg es in einem Ding aus Knochen und machte sich unsterblich. Wenn du Delilah töten willst, musst du ihren Geist finden und ihr zurückgeben. Ihn zu erreichen wird nicht einfach. Aber was danach kommt, dürfte das Schwierigste sein, was du je getan hast. Die Welt ist voller Geheimnisse. Also, zurück zum Beiboot. Sokolov müsste dort warten. Warum haben Sie Ablauf hier gedrosselt? Hat Marco gesagt, warum? Anscheinend hat das Familienkomitee darum gebeten. Es hat zu viel Staub geregnet. Ach, wenig. Stilton soll einem Treffen mit der Frau an der Spitze des Familienkomitees zugestimmt haben. Wie heißt sie nochmal? Lucia Pastor. Sie will mit Stilton über neue Sicherheit bestimmen. Vielleicht fällt es ja keinem auf, aber es hat sich verändert. Zum Besseren. Sich alles nehmen, bis sie von jemandem gestoppt werden. Schon zurück? Das ging aber schnell. Tut mir leid, dass ich sie nicht zu Stilton bringen konnte. Aber sie haben das Haus gefunden. Können wir los? Der Staub macht meine Kehle ganz trocken. Ja, ich habe Paolo und die Heuler besucht. Zumindest denke ich das. Und ich war in Aramis Stiltons Haus. Wir können Herzog Luca Abela hat den alten Palast von Karnaca abgerissen und einen neuen gebaut, ein Denkmal für sein Ego. Ob er damit rechnet oder nicht, ich werde Rache üben für all das, was er mir, meiner Familie und meinem Zuhause angetan hat. Ich zeige ihm, was passiert, wenn man der Kaiserin droht. Nach der heutigen Nacht ist der Herzog entweder tot oder abgesetzt. Je nachdem, wie die Sache ausgeht. Ich muss da rein, den Herzog ausschalten und Delilahs Seele stehlen. Ich mit dem großen Nichts. Du verdienst Frieden, Liebste. Ich bin schon zu lange hier. Finde Delilahs Geist. Fang sie in diesem Käfig aus totem Fleisch. Befreie mich. Ich verstehe nicht. Das ist schon bald. Thank you.
Unfassbar, dass es so lange gedauert hat, bis sich jemand den Herzog vorknöpft. Ein Aristokrat, der im Palast wohnt und den Leuten das Leben aussaugt, die den Palast gebaut haben. Ja, tut mir leid, dass ich den jungen Herzog so toll war. Aber sein Vater und ich... Ich hoffe nur, dass Luca begreifen würde, dass seine Taten als Herrscher von Zirkonos Konsequenzen haben. Der immer auf Dumbledores Geld und Marine war. Schon für so manchen Herrscher sehr motivierend. Wenn der Herzog fällt, können wir hier ja was Besseres aufbauen. Etwas, das repräsentativer und integrativer ist. Sind Sie bereit? Ich bin schon in Paläste eingebrochen. Sie sollen Armeen abhalten. Einen Mann voller Hass aufzuhalten, ist was ganz anderes. Reinzukommen sollte nicht schwer sein. Der Herzog hat seinen Laden nicht im Griff. Herzog Abele zu töten ist nur Teil des Rätsels. Sie müssen auch noch das finden, was er für Delilah aufbewahrt. Sie haben kaum erzählt, was Sie im Staubbezirk herausgefunden haben. Was in Ordnung ist. Die Welt braucht Geheimnisse. Aber sobald Sie im Großpalast sind, kann alles, was Sie tun, Einfluss auf Karnakas Zukunft haben. Vergessen Sie das nicht. Ich habe eine Karte vom Großpalast für Sie und ich weiß etwas, das nützlich sein könnte. Es gibt einen versteckten Hebel in der Vorratskammer, der einen Zugang zum Tresor des Herzogs öffnet. Wenn er was Wertvolles für Delilah aufbewahrt, dann bestimmt dort. Gute Jagd! Jeder, der mir den Weg zu Herzog Abele versperrt, wird es bereuen. Sie alle verdienen zu bluten. Ich war Ihnen hoffentlich eine Hilfe. Es tut gut, sich nützlich zu fühlen in meinem hohen Alter. Sollen wir zum Palast aufbrechen? Gehen wir. Im Palast lebt ein Doppelgänger des Herzogs, um Meuchler zu täuschen. Ein Freund in der Wäscherei hat gesagt, der Doppelgänger würde rauchen. Vielleicht hilft das. Vielleicht können Sie mit ihm reden. Er soll nett sein. Was für ein Scheißjob, einen Tyrann wie Herzog Luca Abele zu spielen. Warum stürzen Sie ihn nicht einfach? Er hat eine Armee, kontrolliert die Bergwerke und er hat die Hauptstadt im Rücken. Auf seinen Feiern teilen die Gäste das Land unter sich auf und essen dabei Hummer. Ich kenne solche Feiern aus Dunwall. Nur Kriecher, die sich bei Emily einschleimen. Darum wollte ich zurück nach Zirkonos. Sie vergessen, wie es ist. Ich habe diese Feiern vom Dach der ehemaligen Schlachterei gesehen, wo ich schlief. Im überschwemmten Bezirk. Ich weiß, Sie hatten es schwer. Nach Jahren am Hof bin ich wieder ein Niemand. Aber was ich hier erlebt habe, nehme ich mit zum Dunwall Tower. Die Rückkehr nach Karnaca hat mir eine Perspektive gegeben. Gut. Wenn Sie den Herzog erledigt haben, finden Sie, was er für Delilah aufbewahrt. Sobald Sie es haben, hole ich Sie mit dem Beiboot ab. Auch wenn's bitter klingt, nicht den Herzog aus den Augen lassen. Thank you.
rein und muss sofort weiter. So läuft's auf dem Schwarzmarkt. Das Zeug kann hier nicht bleiben. Die Garde erwischt uns sonst oder die rechtmäßigen Besitzer kommen und wollen es wieder haben. Warum dauert es so lange, bis es im Laden ist? Geht's dir gut? Was war das? Was ist hier los? Tom hat jemanden entdeckt. Und ob. Ich habe die Antwort auf mein Versetzungsgesuch bekommen. Ja.
musst das Positive sehen. Das wird etwas wehtun, Eure Eminenz. Keine Ahnung, wo Sie diesen Doppelgänger gefunden haben, aber er sieht aus und verhält sich wie der Herzog. Ich sehe keinen Unterschied. Es gibt so viele Unterschiede. Also, wo die Quartiere des angenommen, Herzogs du erkennst Shuttle. Ich brauche eine zweite Uniform. Ich frage mich, wer das war. Ich soll die Enttäuschung. Es geht nicht um die. Der innere Zirkel besteht aus Marionetten des Herzogs. Speichellecker. Wenigstens gehöre ich nicht dazu. Ganz genau. Außerdem nach diesen ganzen Thronkämpfen braucht der Herzog Männer für die Kontrolle über die nördlichen Inseln. Nächstes Jahr könnten sie das Sagen haben. Ich habe diesen Auftrag, aber gestern sprach der Bürgermeister über den Doppelgänger. Selbst die attraktivsten Haut wie Alabaster haben. Dafür ist der Brandy da. Hilfe! Moment! Soll ich helfen? Das war's. Hä? Da stimmt was nicht. Ich frage mich, was das wohl war. Ja. Was? Ich sehe doch keine Gespenster. Natürlich. Der Herzog hat einige mechanische Soldaten in Auftrag gegeben. Thank you.
endloser Papierkram. Was nutzt es mir, der Sohn meines Vaters zu sein, wenn ich so schuften muss? Ich habe sie nicht ein... Das muss der Schlüssel für den Tresor des Herzogs sein. Heutzutage gute Diener zu finden. Manchmal bin ich kurz davor, mich selbst um alles zu kümmern, etwas aber... Etwas hat das Ortungsraster überlastet. Mein Rücken. Passen überhaupt nicht zusammen. Wie wird es zwischen ihnen enden? Und los! Ganz gut. Das schöne Leben ist vorbei, Doppelgänger. Der alte Herzog das doch nur sehen. Verschwenderisch. Neue Diagnose schreiben. Die Maschine hat einen weiteren Befehlssatz absolviert. Der Tresor des Herzogs.
Mal sehen, was Herzog Abele hier drin alles versteckt hat. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Etwas hat das Ortungsraster überlastet. Temperatur des Öltanks. Es kommt von da drüben! Mal sehen. Wiedergabe für Kampfprotokolle. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Fahrtrepp getrennt. Allgemeine Ortungsmodus. Dem Ding hat Ashworth Delilahs Geist aufbewahrt. Das ist es. Befreie mich aus diesem toten Gefäß, von dieser vergifteten Welt und fange Delilahs Geist ein. Ich lasse dich nicht gehen. Ich finde einen anderen Weg. Nein, ich will nicht länger sehen, was aus dieser Welt geworden ist. Sie hat dich verändert. Ich habe alles getan, um das Kaiserreich zu bewahren und Emily zu beschützen. Wir hatten große Träume. Aber mir ist egal, was du tust. Beschütze meine Tochter und lass mich vergehen. Dann ist es erledigt. Zeit, Delilahs Geist zurückzubringen. Meine Halbschwester?
Nur ihr Fleisch bleibt noch. Vielleicht hatte Lailas Geist ihn zusammengehalten. Nie zurück, was sie hier verloren haben. Delilah Copperspoon. Wow! Was war das? Wahrscheinlich nichts, aber ich sehe mich mal besser um. Klar. Ich hätte genau hier jemanden gesehen. So enttäuscht. Es geht nicht um Vorzüge. Der innere Zirkel ist voll von seinen Schutzlöchern. Müsste funktionieren. Das war's? Der Niedergang von Kanaka?
Der Herzog ist tot. Lang lebe, was nach ihm kommt. Zurück zur Dreadful Whale und dann weiter nach Dunwall. Sieht ganz so aus. Um Emily zu helfen und ihr den Thron zurückzugeben. Sind Sie bereit? Kommen Sie, verlassen wir diesen Ort. Gut, wie Sie wünschen. So begann der schlimmste Tag meines Lebens. Ein maskierter Mann mit Mordplänen auf den Weg zum Dunwall Tower. Dowd und der Lord Regent töteten Jessamine, aber sie zerbrachen daran. Jetzt wiederholt es sich. Noch eine Kaiserin stirbt, noch eine Geschichte endet. Was wird das aus mir machen? Delilah wird nicht kampflos untergehen. Sie hat mich ausgetrickst und ich habe es nicht erkannt. Aber ich war Corvo, bevor ich kaiserlicher Schutzherr wurde. Bevor ich ein Schwert besaß, kämpfte ich mit Stöcken und Glasscherben, was immer auch da war. Ich weiß nicht, welchen großartigen Plan Sie haben, Delilah, aber ich komme, um Sie ins Grab zu bringen.